Im Leon-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda fand eine literarische Kammermusiklesung mit Starbesetzung statt. Das Bläserquintett Opus 45 um den Schauspieler Roman Knieschka besuchte die Schule mit ihrem musikalisch-literarischen Programm In diesem Land, Deutschland 1923, das Krisenjahr. Anhand von Presseberichten und politischen Reden erlebten die Schüler der Klassenstufe 11 Geschichte und tauchten in die schillernde Atmosphäre der 1920er Jahre ein, mit Werken von Schriftstellern wie zum Beispiel Kurt Tucholsky oder Bertolt Brecht. Auf musikalischer Ebene wurde diese spannende und sinnliche Reise in die Vergangenheit durch Werke für Bläserquintett weitererzählt. Das Gymnasium repräsentiert den Ruf Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und wurde daher als eine von 4 Schulen bundesweit ausgewählt, die kostenfreie Lesung vorzustellen.